Während einer Toilettenpause nahe der Ausfahrt Enns in Oberösterreich gelang es der Polizei, den Geiselnehmer, der nach einem Banküberfall in Vorarlberg Richtung Wien geflüchtet war, zu überwältigen. Der 43-jährige Bosnier gestattete seiner Geisel, einer 37 Jahre alten Bankangestellten, eine Toilette aufzusuchen. Dann schnappten die Beamten der Cobra zu. Oberste Prämisse bei derartigen Einsatzlagen ist neben der Festnahme des Täters natürlich die mögliche Schonung der Geisel, und unser Einsatzkonzept war ganz genau darauf aufgebaut. Wir haben auf eine günstige Gelegenheit gewartet. Diese günstige Gelegenheit hat sich hier auf diesem Autobahnparkplatz geboten und alles ist unblutig über die Bühne gegangen. Das Opfer ist wohlauf und der Täter wurde auch nicht verletzt. Die Polizei verfolgte den mutmaßlichen Täter bereits über weite Strecken quer durch Österreich. Man geht so vor, dass über weite Strecken hinweg bereits die Zugriffskräfte in unmittelbarer Nähe des Zielfahrzeuges sind. Wie gesagt, und bei günstiger Gelegenheit, je nach Rahmenbefehl, entsprechend die Festnahme dann durchführen. Eine Sperre der Autobahn sei für die Einsatzleitung aber nicht in Frage gekommen. Das wäre zu offensiv gewesen. Wir haben ganz dezidiert gesagt, Zugriff nur bei sehr günstiger Gelegenheit, um möglichst keine Gefährdung herbeizuführen für das Opfer. Das Opfer befindet sich nun in psychologischer Betreuung. Im Auto wurden rund 3.000 Euro sichergestellt.